Sprache, Akrobatik, satirische Parodien oder artistische Spielerei. Meine nächsten Gäste beherrschen all das und noch viel mehr. Viel Vergnügen im Quadrat. Hier ist ganz, ganz große Kleinkunst aus der Schweiz mit Ursus und Nadeschkin. Dankeschön. Dankeschön, merci. Vielen Dank, Dankeschön. Dankeschön, merci. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr hier bei dieser Jubiläumssendung ja, also auch dabei sein dürfen. Noch in wir sind ja extra jetzt hergereist, also hier aus dem Nachbarland zu Ihnen hier. Und für uns ist natürlich eine ganz besondere Ehre hier bei Otto Schlachthof. Und vor allem möchten wir Ihnen noch einen ganz schönen Abend wünschen. Es ist jetzt so, wir sind wie gesagt ausführlich heute Morgen hergefahren über die Grenze hier. Und vor allem möchten wir Ihnen noch einen ganz schönen Abend wünschen. Und wenn Sie Fragen haben zu unserem Dialekt, dann können wir das nachher noch beantworten. Genießen Sie einfach diesen Abend. Und vor allem möchten wir Ihnen noch einen ganz schönen Abend wünschen. Ja. Es ist. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, danke schön. Also, die sind ja nett, hä? Ja, ja, das sind schöne Leute hier. Die sind gar nicht so schlimm, wie du gesagt hast. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Völlig natürlich, sie sind schön, auch schön angezogen. Ja. Also zum Teil. Meine, ja gut. Also ich weiß nicht, da ganz hinten im Eck, verstehen Sie uns, wenn wir so sprechen? Ja. Okay. Begreift ihr es auch? Ja, weil... Das ist total wichtig, weil wir geben uns sowas von Mühe. Ja, man muss vielleicht gleich zu Beginn vorausschicken, wir sind ja nicht von hier. Nein, wir also, kommen aus einem total anderen Kulturkreis. Ja, und jetzt einfach... Das ist nicht lustig, wir kommen so auf die Welt. Ja, aber wir haben uns wirklich hier angepasst, wir haben kein Problem mehr mit der deutschen Sprache. Nein, versteht man, super, habt ihr gut hingekriegt. Ja. Ja, super gemacht, sogar die Sprache. Hier in Bayern. Mhm. Also, und ich meine, wir haben es ja gut, wir können ja nach diesem Auftritt wieder zurück in die Schweiz. Ja, also, ihr müsst ja so weiterreden, das ist mir völlig egal. Also, das ist, stört nein, mich. Aber es ist so, wir haben uns wirklich für heute Abend was ganz Spezielles einfallen lassen. Also ich erzähle jetzt den Witz. Also ich habe einen Witz vorbereitet. Was machst du? Ja, es muss ja lustig werden. Was ein Witz? Ja, der Witz. Du kannst nicht einfach einen Witz erzählen. Das ist super, das ist ein lustiges Witzpublikum. Nein, schau mal, hey, das ist hier ein Abend mit Niveau. Das ja, ist... ich habe Witze mit extrem Niveau. Ja. Mit zwei Niveaus, zum Beispiel fliegt ein Uhu übers Meer, Niveau 1, schwimmt unten der Hai, schaut nach oben, macht Uhu, macht der Uhu Hai. Ganz ein einfacher Witz. Moment, da gibt es noch eine schräge Variante. Da fliegt der Uhu mit dem Hai übers Meer. Und dann staunt der Vogel extrem und sagt, Hai, was machst du in der Luft? Dann sagt er, Workshop. Wenn ganz viele Hai den Workshop machen, fliegen alle übers Meer, ist das die High Society. Okay, können wir... Das ist eine englische Pointe. Okay, schau mal, ich find, einer von uns beiden kann kein Englisch. Okay, schau mal, ich finde das jetzt peinlich. Okay, ich möchte jetzt mehr was Seriöses machen. Ein Hai klebt am Baum, warum? Uhu. Und wenn der Uhu klebt, ist das Fischkleister. Ja, schön, okay. War es das jetzt? Ja, ja, klar. Okay. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wissen Sie, wie Haie sagen, wenn es Zwillinge gibt? Hei, hei, hei. Hei, nochmal. Okay. Okay. Du bist fertig. Jetzt. Okay. Okay, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wird ein Uhu vom Hai gebissen, hat der Hai weh. Sie können schon klatschen. Es ist schön, wenn es Ihnen gefällt. Super. Ja. Wird ein Uhu vom Hai gebissen, hat der Hai weh. Ha, ha. Super. Oder wird ein Uhu von einem Käfer gebissen, hat der VW. Okay. Ja, schön. Oder er wird von einem französischen Zug überfahren, hat der TGV. Ja, schön. Okay.